Herr Schmelzer, Sie sind sozusagen der Leiter für die Entwicklung des Unterrichtsmaterials und vor allem interdisziplinären Unterrichtsmaterials für MINT. Was sind jetzt so die aktuellen Herausforderungen für die Entwicklung von diesem Unterrichtsmaterial? Eine sehr große Herausforderung ist, dass erstens einmal es dieses Fach ja gar nicht gibt. Das gibt es nur in unserem Schulversuch und im anglistischen Raum. Und da ist es ein bisschen anders belegt als bei uns und wird es auch anders gedacht. Das ist eine große Herausforderung, also dieses fächerübergreifende Interdisziplinäre ist eine große Herausforderung, weil ja die Lehrpersonen in der Sekundarstufe, also für die 10- bis 18-Jährigen, ja nur in 2 bis maximal 3 Fächern ausgebildet, fachwissenschaftlich ausgebildet wurden, ja, und diese Kombination studieren. Und wir aber nur Themen, das ist nämlich wirklich nur Themen, die interdisziplinären Charakter haben, das haben wir heute eh bei der Keynote schon gehört, wie das definiert ist, ein MINT-Thema, behandeln. Und das ist eine große Herausforderung für uns, für das ForscherInnen-Team, aber auch für die Lehrpersonen in der Umsetzung. Weil letztendlich wollen wir ja den Theorie-Praxistransfer schaffen. Es soll ja wirklich dort ankommen, wofür es auch entwickelt wurde und dann auch angenommen werden. Das ist eine Riesenherausforderung für uns alle. Aber Sie haben ja auch Ergebnisse gezeigt, was sich bis jetzt schon entwickelt hat. Und da sind ja sehr spannende Sachen dabei. Können Sie das kurz zusammenfassend einmal erklären, was das für Ergebnisse gab jetzt? Also die Ergebnisse sind schon die ersten Unterrichtsmaterialien, die auf 3 Säulen fußen. Das ist die Fachdidaktik, die es noch nicht gibt, die MINT-Didaktik, wo ich gemeinsam mit David Kolosche, der ebenfalls diese Arbeitsgruppe leitet, wir haben eine Leitung und eine Co-Leitung, Mathematik-Didaktiker von der Uni Klagenfurt, und ich, wie gesagt, sind dafür verantwortlich, dass wir diese Materialien eben fachdidaktisch kommentieren, dann so aufbereiten, dass sie auch in der Praxis brauchbar sind. Und das Dritte, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die eben, und das schließt dann die erste Frage an, die eben keine fachwissenschaftliche Ausbildung in vielen Bereichen haben, ich auch nicht, ich bin Physik und Sport, ich komme aus der Ecke und kann da sehr viel, aber dann mit Mathematik und so weiter und vielleicht auch noch Geschichte, wenn ich das Klima hernehme, das ja umfassend ist, ja alle Fächer, sage ich einmal, alle Bezugsfächer der Sekundarstufe 1 umfasst, dass man da dann etwas bietet. Und da haben wir schon eine ganz tolle Idee und da habe ich die Zeit bei der Keynote gar nicht mehr gehabt, es zu verkünden. Wir arbeiten an einem Chatbot MINT. Dieser Chatbot wird mit unseren Unterrichtsmaterialien gefüttert und man kann den MINT-Chatbot dann befragen, zum Beispiel, was weißt du über Fachdidaktik, MINT-Didaktik zum Thema Photovoltaik? Und das ist eine der großen Aufgaben. Wir wurden gestern dazu inspiriert, weil so viel über Artificial Intelligence und Künstliche Intelligenz gesprochen wurde, dass wir es am Abend gleich ausprobiert haben und gleich Kontakte geknüpft haben. Und wir haben schon die Zusage von einem Entwicklungsteam, dass sie mit uns in ehestmöglich diesen Chatbot entwickeln. Und das ist eine große Erleichterung für die Lehrpersonen, weil das fördert den ressourcenschonenden Einsatz von Materialien. Man kann den Lehrpersonen nicht alles aufbürden.